Da sind sie, ja. Jawohl. Jetzt sind wir echt hier bei Adrian, ne? Ja, wir sind hier in Mülheim an der Kölner Straße und wollen uns hier mal ein bisschen umschauen. Und mal gucken, ob die deinen Favoriten haben oder ja, unseren genau, Favoriten haben. Genau. So, und dann auch mal schauen, wegen der Zuladung alles und wegen Markise, was das dann alles wiegt. Weil den Tag an der Messe waren es ja doch viele Eindrücke und deswegen mal hier in Ruhe schauen. Und wie sieht's aus? Ja, es sind auch nicht viele. Ende der Saison. Steht sofort verfügbar. Hey, den können wir direkt mitnehmen, den Schlitten hier. 59.950. 59, da sind wir doch in unserer Preisklasse. Ja, ich weiß aber gar nicht, was hier für ein Bett ist und sowas. Ja, ist egal, den nehmen wir mit, der passt. Okay. Ja, Inki, ist das hier Zeitverschwendung, weil dieses Modell von gerade, das will ich ja nicht haben oder wir nicht. Und dieses Modell Supreme, das ist ja das ganz teure Modell. Und dann gibt es dieses Modell Carrado Plus oder so nennt sich der. Das ist dazwischen und der hat auch weiße Fronten, aber den gibt es hier natürlich nicht. Ja, toll. Wir suchen jetzt quasi die Nadel im Heuhaufen. Shit. Ja, unser Favorit von der Messe? Ja, ich glaube schon. Aber nee, dann preisig ist das nicht. 96.900. Ey, was macht der denn hier unten? Komm da runter, weg. Leute, das ist halt noch nicht, das ist der Coral Supreme. Das ist der mit den braunen Fronten. Falsch. Irgendwie treibt es uns schon wieder nach Hobby, oder was? Ja, hier steht ein Hobby. Wir dachten, wir gucken jetzt mal rein. Das ist jetzt das Modell von 21. Das ist der Optima on Tour. Dann gibt es ja noch den Optima on Tour Edition. Der hat ja diese weißen Streifen und andere Vorhänge und ich muss euch sagen, den finde ich hier ganz schön. Vor allem jetzt sehe ich mal die Fronten im Tageslicht. Wir haben die ja bis jetzt nur in der Halle immer gesehen. Und ja, es wirkt jetzt mal im Tageslicht ganz anders. Ich finde ihn wirklich sehr schön. Und ich mag bei diesen im Gegensatz zu diesen Edition, wo das hinten dran steht, dieses Dunkle hier, dass das so anthrazitfarben ist. Die Vorhänge finde ich schöner und die sind halt auch unempfindlicher. Ja, das einzige Problem ist gerade, sehe ich, dass es nicht diese Bettvariante, die wir haben wollen. Hier sind die Schränke. Passt gut was rein. Hier sind so kleine Regale. Ja, dann haben wir hier eine Schublade mit Besteckeinsatz. Warte, Jamir. Dann haben wir hier noch so kleine Fächer, um was reinzukriegen. Hier. Also, und was ich richtig schön finde, Leute, ist die Theke. Die finde ich mal richtig geil. Sowas mag ich ja. Hier ist der Kühlschrank. Ja, perfekte Größe, sieht gut aus. Ja. Ja gut, Platz auch über den Betten einfach. Ne? Ja, mit den über den Betten. Ja, was hier natürlich sehr, sehr schön ist, aber das fällt für uns weg. Aber so, wenn man zu zweit ist und man Einzelbetten haben möchte, dass das Bad vor Kopf ist. Daher ist das hier alles so ein bisschen geräumiger. Hier rechts ist das Klo. Und hier ist die Dusche und ich glaube wirklich, so eine Einzeldusche, das ist wirklich schon was Feines. Hey, was machst du denn da, mein Kleiner? Ja, fast halt heiß. Hey, nicht, dass du gleich pitschnass bist. Hey, auf alten Schiffen lernst du segeln. Ja, kein Problem, aber ist nicht unsere Bettvariante. Das ist ja gar nichts hier. Ja, gegen die Polster könnte man vielleicht beziehen oder so, aber das braune Holz, da kannst du nichts gegen machen, ne? Nee. Komm raus hier! Nee, leider eine! Man könnte schon dagegen was machen, man könnte sich das ja lackieren, aber da haben wir gar keinen Bock drauf, ne? Wir müssen eh schon gucken, planen, alles tun und machen und dann jetzt noch so ein Projekt in Angriff nehmen und so ein ganzes Ding umbauen. Nee, danke. Nee, das würde wirklich gar nicht. So sieht das aus, wenn ihr nur den Kleinen aus dem Auto holt. Ja. Der Kleine möchte lieber von mir aus dem Auto geholt werden. Er ist einfach total das Mamasöhnchen. Ich bin auch ein Mamasöhnchen. Komm raus hier! Komm raus hier! Man sagt ja, die Töchter sehen sich zu dem Papa und die Söhne der Mama. Und was sagt ihr dazu, Leute? Ich glaube, selbst wenn wir eine Tochter hätten, dann wäre es auch ein Mama-Kind. Mama, Papa auf den Arm. Okay. Bist du an der Reihe? Ja, wir sind jetzt hier auf dem Nikotinpflaster. Von außen sieht der Ahorn wirklich richtig heftig aus. Ja, hier seht ihr, was ich meine. Also, dass das Weiß irgendwann vergilbt ist, kann passieren. Okay. Aber dass es schon am Anfang vergilbt ist, obwohl ich nicht Kette rauche. Ja. Aber was hier schön ist, die Matratzen, die sind echt schön. Wir haben hier die Funktion, die wir haben wollen.
Aber wir haben ein Problem. Es gefällt dem Mops schon nicht. Und deswegen, was sollen wir hier großartig vorstellen? Ja. Wir haben hier die Tür ist super. Hallo, da sind wir. Ja, es ist zwar hell. Es ist okay. Wir haben hier einen Kaufpreis von insgesamt 55.000. Aber Leute, irgendwie springt der Funke nicht über. So Leute, hier ist ein Ahorn-Sprinter. Der sieht von innen auch ganz schön aus. Aber Elo, was ist das Problem? Ja, Problem ist einfach, ich habe keine Platzangst, aber enge Räume, da drehe ich durch und da werde ich aggro. Und wir haben eine Abstellkammer bei uns zu Hause und da drin bin ich immer aggro, weil da drin alles liegt und das ist total schlimm. Und Wasserkästen und dann und mal hier mal das, was wieder in den Keller muss. Ja. Und wir wollen diesen Sprinter, wir wollen ja auch gerne einen Sprinter haben, aber... Aber wir haben gerade festgestellt, ja, das wäre mit Illo ein Horrortrip. Also da würde ich mir das Leben zur Hölle machen. Streitpotenzial gleich 110. Ja. Ich kann doch nicht mal mit meinem Arsch durchgehen. Die schlanke Frau, die passt da durch, aber ich, wie soll ich hier stehen? Ja, auch hier, wenn hier einer steht, da kommt keiner durch. Hier hoch machen. So, selbst wenn das Ding hoch ist und das andere auch hoch wäre. Wo soll ich hin? Es ist nichts. Es ist, Elo, wir müssen es uns abschreiben, so cool die Dinger auch sind. Vor allem, wir haben ja nach der Messe haben wir welche gesehen in so einem Sprinter und dann war direkt der erste Spruch, ja, hier ist aber nicht aufgeräumt. Ich glaube, weil du hast einfach gar keinen Platz, wohin mit den Sachen. Platz, das heißt, es sieht immer unaufgeräumt aus. D-D-H-B-A. Jetzt bist du aber hier ganz schön am Studieren, oder? So viele N-A-C, Zahlen und Buchstaben. Nee, MSR. Oh Gott, Tagfahrlicht, Klimaanlage. Ja, unser Kleiner ist da vorne in der Hütte drin. Wir haben noch eine halbe bis dreiviertel Stunde hier einfach Zeit, ein bisschen die Sonne auch zu genießen. Das tut auch ganz schön gut. Leute, wir sehen hier mal gar nichts. Ist aber gar nicht schlimm. Die Wiese ist grün, der Himmel ist blau. Und die Sonne scheint. Und die Sonne scheint, also besser kannst du uns gar nicht erwischen. Wir sind ja hier mit dem Kleinen auf dem Spielplatz. Er beschäftigt sich hier schön. Ja, wir spielen hier so ein bisschen mit ihm. Und ja, wir haben jetzt hier, wir hatten Post bekommen. Beziehungsweise bei uns war ja auch der Rauchmelder war kaputt. Und wir sind zwar jetzt gerade hier, wir könnten ihn jetzt direkt abholen, aber gestern war es in der Post da, der neue Rauchmelder ist da. Aber das wussten wir auch gar nicht. Ja, ne? Und das hat echt super funktioniert, das gibt's ja gar nicht. Ne? Also eigentlich, wir haben ja die Halterung so gesehen kaputt gemacht, aber die haben halt gesagt... Nein, der war ja auch, der ging ja nachts einfach los. Also er war ja schon defekt gewesen, weswegen die den jetzt quasi ausgetauscht haben. Genau, deswegen haben sie den ausgetauscht. Und vor ein paar Wochen, da wussten wir noch gar nicht, dass wir diesen Trip starten wollen. Wir waren ja noch so am Überlegen irgendwie, ja, wir wollen irgendwie was machen und so. Ja, und dann kam uns halt der Sinn. Ja, Elo, wie fandst du denn heute jetzt den Tag hier? Ja, war alles voll für die Katz und ja. Das hätten wir uns echt sparen können, ne? Aber so ist es halt auch, ne? Wenn man was will, dann muss man halt auch viel vorher gucken, in welchen Konstellationen, Optionen kann man los. Und ja, wir hatten uns gehofft, dass wir diesen Corrada finden, dass wir von was, Adria... Korall? Nein, Korall nicht. Nein, Corrada. Kompakt, ach so. Nein, dass wir den Corrada einmal finden, weil es halt eine Empfehlung war. Ja, den haben wir leider nicht gefunden. Ja, eine Feder hat er mir. Ist die Feder? Jawohl. Ja, und dass wir halt den Adria uns mal richtig angucken können, aber... Auch nicht, der war nicht da. Auch nicht, ja. Ja, wir haben noch eine schöne Empfehlung in Dülmen haben wir bekommen. Da ist auch ein Gebrauchtwagenhändler. Wir gucken uns natürlich auch Gebrauchte an. Natürlich, da waren gerade auch Gebrauchte gewesen, haben wir gar nichts gegen. Aber es war halt nicht, die Modelle waren nicht da gewesen. Ja, und das Innenleben muss einfach auch passen. Ne? Man muss sich da auch drin wohlfühlen. So ja, kann man dann, sich die eigene Wohnung genau, auch zu Hause gestalten. Genau, und dann bei den Gebrauchten, die sie haben, da haben sie natürlich dann auch nicht die Ausführung, die wir haben wollen mit den zwei Einzelbetten, mit dem Auszug, sondern dann hast du das oder das Bett und das fällt dann natürlich auch sofort bei uns raus, ne? Ja, genau. Aber wir sind auf jeden Fall wieder eine Tour schlauer. Was ist denn jetzt eigentlich da am Wochenende? Ist schön. Was ist denn mit unserem Wohnwagen? Ja, geiles Wetter. Der Wohnwagen geht natürlich bei so einem Wetter immer auf Tour, oder? Aber Leute, nicht mit uns. Wie nicht mit uns? Wir haben ihn vermietet fürs Wochenende. Oh. Ja, wir haben ihn über Paul Kemper vermietet. Das Ding ist, der Kleine hat ja am Wochenende Geburtstag und dann wollen wir halt zu Hause sein. Und da haben wir gesagt, dann stellen wir ihn mal rein und gucken, ob sich jemand meldet. Und es hat auch funktioniert. Der wird jetzt gleich abgeholt, deswegen müssen wir jetzt gleich auch zurückfahren. Ja, und da kümmerst du dich drum, oder? Ja, genau. Da muss ich alles, ich habe schon alles fertig gemacht und jetzt gleich holen die den ab. Und ja, dann geht er auf Reise ohne uns, ne? Genau. Nochmal so ein anderes Thema will ich jetzt mal ganz kurz anschneiden. Ja, da haben wir auch schon direkt so ein Problem bezüglich Autos. Können wir euch direkt mal erzählen. Elo, schießt am besten mal los. Ja, genau. Letztes Jahr waren wir campen und wir waren auf dem Rückweg und auf einmal kam über die Boxen kam so ein Signal wie
Puff. Hört sich an, als wenn du in eine Technohalle bist und es war so mega laut, du hast richtig einen am Kopf gekriegt. Ne? Ja, das war echt schlecht. Also sind wir von der Autobahn direkt runter. Ich hatte vorher natürlich versucht, Radio mal Ton auszumachen. Das ging einfach nicht. Gar nichts. Schlüssel gezogen. Genau, ich meine, Schlüssel. Da war es trotzdem gewesen. Naja, das war immer noch am Poch, Poch, Poch machen. Und ja klar, dann gehst du natürlich zum Sicherungskasten, ziehst die Sicherung, dann bist du eigentlich fertig damit. So, wir haben zwei Sicherungen. Das eine ist Navi, das andere ist Radio. Ich habe sie beide gezogen. Ton war weg. Ich denke, korrekt, so kannst du wenigstens in Seelenfrieden nach Hause fahren. Genau, hast du eine wieder reingesteckt? Genau, eine rein. Eine habe ich reingesteckt, dann war nichts. Sondern denke ich, korrekt. Steckst du die zweite wieder rein, war ein Fehler. Nee, dann ging es nämlich wieder los. Und dann konnte ich gucken. Eine Sicherung ging nur rein. Seitdem haben wir das Problem, wir können kein Radio mehr hören oder keine CD hören. Oder auch von unserer Rückfahrt diese Kamera, diesen Pieper da. Ihr wisst genau, was ich meine. Nicht mehr. Da hören wir halt auch keinen Ton. Wir sehen immer nur den Abstand. Ja, und wir haben so eine Vermutung, weil gleichzeitig ging hinten die Kofferraumklappe, ne? dieser Taster, der ging nicht. Und jetzt können wir immer nur mit der Fernbedienung hinten aufdrücken. Jetzt müssen wir quasi, wenn wir ans Auto mal eben dran wollen, muss man den Schlüssel aus der Zündung nehmen, den Taster drücken, damit dann die Kofferraum aus der Verankerung so rausspringt, aus dem Schloss rausspringt. Ja, genau. Ja, und das müssen wir auf jeden Fall beheben, wenn wir auf jeden Fall das Auto verkaufen würden, was wir jetzt eventuell vorhaben. Und das ist auf jeden Fall ein super Störfaktor. Wir wollen jetzt auf jeden Fall mal so einen neuen Taster holen und mal gucken, ob wir damit dann den Fehler behoben kriegen. Wir hatten schon mal irgendjemanden angesprochen oder so. Aber das brachte auch nichts. Vielleicht wisst ihr ja zufälligerweise irgendwie was, woran es liegen könnte. Ja, aber der Vorbesitzer, der sagte auch schon, irgendwas ist da mit dem Ton komisch gewesen. Und dann war so ein Verhandlungsding, dann sind wir auch nochmal irgendwie gut runtergegangen. Und wir hatten die Sicherung reingesteckt und dann hat es wieder funktioniert. Immer, ne? Also es kann auch echt ein Alter. Zu diesem Zeitpunkt, wir haben keine Ahnung. Ja, kann ein Altersschaden sein, wir wissen es nicht genau. Aber wenn wir das Auto verkaufen, wollen wir es auch ordentlich verkaufen, dann muss es neu. Ist natürlich nur sehr ärgerlich, dass wir es nicht schon längst gemacht hatten. Ja, genau. Und davon einfach dann auch Nutzen tragen können. Wir verabschieden uns dann mal an dieser Stelle. Genau. Leute, bis morgen. Liebe Grüße und bis 18 morgen. Uhr. Und lasst ein Abo da. Lasst alles da, was geht. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und schaltet einfach immer wieder ein. Genau. Alter Belli, was ist denn jetzt hier los? Ich bin hier immer noch am Figur. Leute, ich war gestern bis 3:45 mit dieser Figur hier beschäftigt. Oh shit, zeig mal die Figur. Ich versuche mein Bestmögliches zu geben. Warte, die Hauptfrage, wer ist das? Wer ist das? Warte Leute, da fehlen noch Ohren. Die habe ich auch schon vorbereiten können. Die Öhrchen? Genau. Das soll Chase von Paw Patrol werden. Ja, und super. Zwar hat der Nian ja Geburtstag und Motto wird Paw Patrol sein. Das Problem war, gestern bis 3:45 war ich hier beschäftigt und das Schlimmste war, ich habe keine Bäckerstärke und das wird ja aus Fondant gemacht und dann konnte ich nicht mal eine glatte Fläche ausrollen, weil das dann immer auf dem Tisch geklebt hat und normales Mehl kannst du nicht nehmen, das siehst du da drauf. Katastrophe und daher ist der hier teilweise so dick und ich will es ja so schön wie möglich hinkriegen, was mich richtig gestört hat. Und ich war hier wirklich bis 3:45 am Machen. Ich bin dann irgendwie, musste ich noch Zähne putzen, alles. Ich bin dann wirklich so 4:30 circa ins Bett. Und wo war ich? Du hast natürlich schon gepennt. Ja, und dann bin ich heute los, weil das Blöde ist, die Nase habe ich gestern hier mit so Lebensmittelfarbe gemalt. Aber dieser Hut von dem Chase, seine Polizeimütze, den kann ich ja nicht anmalen. Da brauchte ich schwarzes Fondant für. Das heißt, ich habe heute schwarzes Fondant gekauft, was ich noch brauchte. Dann gelbes Fondant für diesen Strich. Und dann brauche ich noch rotes Fondant für noch so ein extra Logo. Jo. Und das nehmen wir jetzt alles auf unsere Wohnwagentour mit? Ja, genau. Ja, super. Ja. Für nächstes Jahr, ne? Jetzt bin ich hier echt gut beschäftigt und ich hoffe, dass ich irgendwie hinkriege. Ich muss die Augen auch noch perfekt machen und so. Also es ist jetzt 11:30, ne? Also ziehst du wieder bis 4 oder was? Nee, ich habe bestimmt noch 2 Stunden bin ich hier beschäftigt. Ja, dann let's go. Ja. Hey, läuft ja hier richtig. Ja, guck mal, er nimmt Form an. Hier ruft sie, komm mal schnell. Mein Chase ist fertig. Man ihn am besten. Ja, Schick hast du sehr gut gemacht, ey, Wahnsinn. Süß, oder? Du kannst ja Sachen, ey. Das ist ja Mama-Liebe, ey. Naja, also ich bin ja schon kritisch. Also ich will euch jetzt mal nicht die Originalfigur zeigen. Zeig mal so daneben. So, ne? Ja, ist doch. Aber. Ist doch ein Bild, oder nicht? Aber man erkennt ihn und der Kleine wird sich freuen. Ach, 100%ig.